nobile, qual più mal vento, frutta mater sol di pertiero, sempre una nobile. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich und möchte Ihnen heute ein Buch vorstellen, was über Bremen handelt, aber natürlich auch über die bekannte Autofirma Borgward. Ich habe dieses kleine Büchlein geschrieben, um Ihnen die Gelegenheit zu geben, einmal zu schauen, was sieht man in diesem Bremer Stadtteil, der sich Hasstedt nennt, noch heute von Borgwards Werken. In diesen Werken, die 1906, 1907 teilweise errichtet wurden, um 1930 von Karl F. W. Borgward übernommen worden sind, sind viele Autos produziert worden. Unter anderem Fahrzeuge der Namag, Hansa Lloyd und bei Borgward die Pkw 1100, 1700 aus der Vorkriegszeit. Später war es denn das Goliath-Werk, dort sind Rennwagen, Sportwagen, Limousinen, Dreiradlieferwagen, Vierradlieferwagen, ähnlich wie der VW-Bus, gebaut worden und 1961 schloss man die Tore. Das ist jetzt über den Daumen etwas über 50 Jahre her. Man kann aber auf diesem Gelände noch sehr viel entdecken. Und das schildert das Buch. Schauen wir doch einfach mal gemeinsam rein. Das Goliath-Werk in Hasstedt, Borgwards Spuren. 1908 wurde das Werk errichtet und sie bauten Pkw, wurden 1914 mit Hansa Farrel fusioniert und ebenfalls ging die Produktion von Personenkraftwagen weiter. Man versuchte aber auch im Rüstungsgeschäft im Ersten Weltkrieg einzusteigen mit einem etwas ominösen Panzer. Nach dem Kriege konzentrierte sich das Hansa-Lloyd-Werk in Hasstedt auf den Bau von Lastkraftwagen und von einem Pkw, dem Treffass bzw. später dem Achtzylinder-Trumpfass. 1931 übernahm Karl F. W. Borgward das Werk, produzierte dort seinen Goliath-Pkw, den Dreiradwagen, und aber auch Hansa 1100, 1700 Pkw. Man experimentierte sogar mit einem aerodynamisch geformten Fahrzeug, dem Windspielwagen, produzierte nach wie vor Lastkraftwagen und Borgward investierte in das Hasstedter Werk und produzierte ab 1936 auch für die Wehrmacht, für die Aufrüstung, und zwar militärische Halbkettenfahrzeuge, die für die Artillerie die Kanonen ziehen sollten. Neben diesen Halbkettenfahrzeugen musste man auch Torpedos bauen, das heißt hier die Hülsen, und kleine Panzer, ferngelenkte Panzer, den sogenannten Goliath. Was übrig blieb vom Werk 1945, war nicht mehr besonders viel. Fast alles ist den Bomben zum Opfer gefallen. Hier sieht man das Borgward-Goliath-Werksgelände im Vordergrund, das Ersatzteilwerk im Hintergrund, das Turmgebäude, das heute noch steht. Auch im östlichen Teil waren die Werke zu 80% zerstört. Recht früh begann der Wiederaufbau und 1948 kam Goliath mit einem Dreirad-Klein-LKW auf den Markt, der dringend für den Wiederaufbau benötigt wurde. Dazu kam ab 1950 ein Personenwagen, der GP 700. Spektakulär waren 1951 die Fahrten mit einem Rekordwagen in Montlhéry bei Paris. Man schaffte 19 Weltrekorde. Dieser Wagen wurde, wie gesagt, auch in Hasstedt gebaut auf diesem Gelände. Ganz hervorragend war das Sportcoupé, das erstmalig als Pkw einen Einspritzmotor hatte. Man baute, fertigte Pkw, Dreiräder, Vierräder. Wenn Sie heute durch das Hasstedter Industriegebiet gehen, sehen Sie viele Spuren des Borgward-Goliath-Werkes. Manches können Sie auch gar nicht mehr sehen, es ist abgerissen. Ein Blick auf den Rundbau,
kurz nach dem Kriege, 1951 wieder aufgebaut. Rechts sehen Sie die Goliath-Fahrzeuge und einen Blick 1998 auf diesen Rundbau, der eigentlich in jedem guten Architekturführer zu finden war, kurz vor dem Abriss. Es waren Banausen am Werk, die dieses wertvolle Industriedenkmal abgerissen haben. Hier ein Blick, alles wird geschleift, alles wird platt gemacht. Wie gesagt, es betrifft nur den östlichen Teil des Werkes. Der andere Teil des Werkes, wie hier Kundendienstabteilung und das Ersatzteilwerk, stehen heute noch, sind in mehr oder weniger gutem Zustand. Ein Blick, Goliath-Zeiten. Der gleiche Blick jetzt im Jahre 2012. Bei Sonnenschein wunderschön. Achten Sie oben auf das Penthouse. Das war das Büro von Karl F. W. Borgward in den Jahren 1948 bis 1950. Erhalten ist auch die Schmiede in der Föhrenstraße, die auch restauriert wurde. Allerdings ist der Eingangsbereich Schmiede Borgward abgerissen. Aber das Gebäude selbst ist in einem wunderschönen Zustand und dient heute dem Verkauf von Computern. Genau gegenüber befindet sich die Borgward Verkaufsgesellschaft, 1950 durch den Architekten Lodders gebaut. Die Tankstelle links im Bild ist allerdings abgerissen und heute beinhaltet diese Verkaufsgesellschaft ein Ford Autohaus. So, ich hoffe, dieser kleine Beitrag konnte Ihnen ein bisschen Geschmack machen auf dieses Büchlein. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie das Buch bei mir bestellen. Ganz klar, entweder per Internet oder per E-Mail pk@peterkurze.de, Internet www.peterkurze.de. Ja, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.